Wenn ihr unbedingt Nachos essen wollt, dann haut entweder ein paar von diesen Maiscrackern in eine Schüssel, klatscht zur fertig Avocado-Creme drauf, irgendwas mit Tomaten dazu und weil ihr sicherlich Carbonenpaste habt, irgend so eine Sauercreme. Oder was weiß ich, Dr. Nacho gefällt das. Oder aber ihr scheißt auf die Maiscracker und macht euch die besten Nachos einfach selber aus Kartoffeln, weil Mais haben wir jetzt keinen. Und weil das ja klar ist, gibt es ja noch eine Cremesauce, eine Guacamole, eine Tomatensalsa mit Bums und natürlich eine Umami-Bohnenpaste dazu, weil das ja klar ist, habe ich schon gesagt. Ich bin der Ken und manchmal machen wir hier auf meinem Kanal ein bisschen was für die Seele oder fürs Geschmusi, wenn es da mal angeben musst. Ansonsten zeige ich euch als Ernährungsberater jede Menge gesunde und leckere Kompositionen und wie ihr damit Körper und Geist ein bisschen auf Vorderfrau bringt. Schmecken tut's, gesund ist und bayerisch lernt's auch noch ganz verloren. Red Button drücken und jetzt viel Spaß beim Video. Weil ihr euch wahrscheinlich unter einer weißen Cremesauce nichts vorstellen könnt, fangen wir gleich damit an. 200 Gramm Cashewbruch mit 300 Milliliter Wasser zum Kochen bringen und so lang kochen, bis die Hälfte verdampft ist. Das dauert ungefähr so 10 Minuten und reicht uns für die Salsa. Wobei eine Salsa ist es zwar nicht, aber macht nichts, sind ja auch keine originalen Nachos, nur besser. Ihr braucht so Pi mal Daumen 2 Handvoll Tomaten, das sind jetzt ungefähr 4 große oder 8 mittlere oder fui kleine. Fui ist das bayerische Wort für viel und weil wir gerade bei viel sind, wir brauchen viel Chili. Fermentierte Chili, wenn es geht. Wenn nicht, dann einfach ohne Fermentation. Wenn ihr aber wissen wollt, wie man Chili super easy selber fermentieren kann, schaut euch doch das Video da oben rechts dazu an. Fermentierte Chilisoßen sind halt richtig gutes Zeug, richtig gut. Müsst ihr mal probieren. Wenn ihr dann Unmengen von salzig-sauren Chilis zu den Tomaten geschmissen habt, braucht man einen Bund Frühlingszwiebel. Wenn ihr wollt, könnt ihr Frühlingszwiebel und Schnittlauch auch mischen, dann habt ihr gleich eine Kräuterkomponente mit dabei. Ansonsten schneidet die Zwiebel as fine as possible. Und weil wir gerade bei Kräutern waren, im Endeffekt könnt ihr da an Kräutern reinhauen, was euch taugt. Einfach rein damit. Zum Beispiel 4 Knoblauchzehen oder 8. Na, 8 sind zu viel, 4 reichen, 2 tun's auch. Und einen Esslöffel Olivenöl. Als weitere Salzkomponente verwende ich einen gehäuften Teelöffel von meinem Hellmiso, das endlich wieder am Start ist. Wir hatten ja einen Ernteausfall vom Bioreis und mussten eine komplette Produktion ausfallen lassen. Aber jetzt gibt es auch das helle Reismiso wieder. Das vermische ich einfach mit einem Esslöffel Zitronensaft, bis es schön geschmeidig ausschaut und dann ab zum Salat. Bei Bedarf noch einen Schuss Zitronensaft dazu und schön vermischen. Durch den Zitronensaft und den fermentierten Lebensmittel haben wir hier praktisch eine Komponente, die zum Beispiel die Bioverfügbarkeit von pflanzlichen Eisen, wie zum Beispiel in rote Beete oder Hirse etc., um zwischen 20% und 30% steigert. Das könnt ihr euch im Hinterkopf behalten, wenn ihr auf euren Eisen achten müsst und auch aus pflanzlichen Lebensmitteln mehr Eisen ziehen wollt. Wenn die Hälfte der Flüssigkeit verkocht ist, hauen wir die Cashews in einen Mixer mit Flüssigkeit, einem Esslöffel Hefeflocken dazu, eine Prise Salz, einen Esslöffel Zitronensaft und dann mixen. Wenn ihr merkt, dass das Zeug noch nicht so richtig geschmeidig ausschaut, dann einfach ein bisschen Wasser dazu und dann wird das schon. Und schaut irgendwann einmal so aus. Dann brauchen wir ein bisschen fermentiertes Chiliwasser, also Salzlacke mit Bums, 1 bis 2 Esslöffel und dann bekommt ihr eine richtig cremige Cashew-Creme, die so viel mehr Geschmack hat als so eine langweilige Creme sauer. Glaubt es mal. Dann Pfannen auf Herd, 2 Zwiebeln in Pfanne und Öl auf Zwiebeln. Braten, bis sie ein bisschen braun werden und 4 Knoblauchzehen dazu oder 8. Und bevor der Knoblauch Farbe bekommt, 3 Teelöffel Kapern dazu und ein bisschen Kapernwasser. Wer Kapern nicht leiden kann, nimmt heute eingelegte Pfefferoni, sage ich zement. Und 400 Gramm Bohnen. Ich habe hier vorgekochte schwarze Bohnen, aber Kidneybohnen aus dem Glas funktionieren auch wunderbar. Abgeschmeckt wird es mit einem Teelöffel Chipotle Chili. Das sind geräucherte Jalapenos und wenn ihr kein Chipotle habt, dann nehmt halt Rauchpaprika und normale Chilis oder normale Chilis und Raucharoma. Bringt einfach ein bisschen was Rauchiges rein. Wenn alles heiß und gut vermischt ist, mixen wir alles mit dem Stabmixer fein. Wenn ihr Mousse haben wollt, könnt ihr es auch in einen normalen Mixer rein tun. Ich will es aber noch ein bisschen gröber haben und fertig ist eine rauchig scharfe Bohnenpaste. Weil das Kartoffelchips sind und keine Maiscracker, brauchen wir 1 Kilo Kartoffeln und einen Hobel, 2 mm. Und dann dürft ihr hobeln. Aber Vorsicht auf die Finger, sind zwar bloß 2 mm, aber 2 mm weniger Fingerkuppe tut 2 mm sakrisch weh, also Obacht beim Schneiden.
Die Kartoffeln lassen ein bisschen Wasser, deswegen trocknen wir sie anschließend. Wenn ihr ein sauberes Geschirrtuch habt, dann nehmt das zum Trocknen. Lasst sie einfach so 10 Minuten ruhen. Meine Geschirrtücher sind alle in der Waschmaschine, deswegen müssen Küchentücher herhalten. Optimal ist es nicht, aber was willst du machen? Die Chips könnt ihr nach Gusto würzen. Ich habe hier 1,5 Esslöffel Würzmischung aus Rauchpaprika, Salz, Knoblauch, Zwiebeln, Thymian, Oregano und Rosmarin und 2 Esslöffel Olivenöl. Schaut einfach, dass überall was rankommt. Wie ihr das macht, ist mir wurscht. Und dann verteilt die Scheiben aufs Backblech mit Backpapier. Ihr werdet summa summarum 4 Bleche brauchen. Also 2 Durchgänge, 20 Minuten bei 180 Grad Umluft. Nach 10 Minuten tauscht ihr die Position der Bleche zwecks Gleichmäßigkeit. 20 Minuten ist so viel Zeit, dass man locker Guacamole hinbekommen. Zur Not hätten wir ja noch mal 20 Minuten länger. Avocado ist zusammen mit Spargel extrem reich an Glutathion. Das ist der Stoff, den wir brauchen, wenn wir zu viel Alkohol getrunken haben. Denn der hilft stark bei der Regeneration unserer Leber. Zwar können wir ihn auch endogen selbst synthetisieren, aber Avocados helfen uns extrem dabei, den Glutathionspiegel drastisch zu erhöhen, was die Avocado zu einem der wertvollsten Lebensmittel zum Schutz unserer Leber macht. Am Bund Frühlingszwiebel wandert auch mit rein und der Knoblauchzehe, und jetzt wird spannend. Unsere Salsa hat extrem Saft produziert, saurig, salziger Tomaten, Zwiebel, Knoblauch, Olivenölsaft, alter Falter. Müsst ihr mal probieren, richtig gutes Zeug. Und damit rühren wir dann die Guacamole so lang, bis sie super cremig wird. Mit Salz abschmecken und die Kartoffeln sollten auch schon fertig sein. Kurz vorm knusprig werden holen wir sie raus. Das ist wie, wenn in Dark Souls mitten im Bosskampf das Telefon klingelt. Sind die Kartoffeln-Nachos jetzt ausgekühlt, fangen wir an zu schichten. Eine Schicht Chips, dann Bohnencreme verteilen, richtig geschmeidig überall. Wenn es ein bisschen auf dem Löffel pappt, macht nichts. Nehmt die Finger, Salsa verteilen, Lieblingskäse oder Käsealternative drüber verteilen. Dann wieder Kartoffeln drauf, Bohnenpaste, Salsa nicht vergessen, Käse oder Alternative drüber. Dann wieder Kartoffeln, dann wieder Käse und dann in den Ofen, bis der Nacho-Teller knusprig ist. Die Chips dürfen sich ruhig so anhören. Wenn ihr wollt, dann schneidet ihr jetzt was vom Kartoffelauflauf auf und ab auf den Teller. Cashewcreme dazu, Tomatensalsa, ein bisschen was von der Avocado und dann habt ihr zwar keine Maiscracker, aber wer braucht schon Maiscracker, wenn ihr selber gemachte Kartoffelchips mit Nacho-Soßen haben kann. Jetzt habt ihr 2 Möglichkeiten. Ihr kauft euch entweder Nachos und rutscht mal einen Buckel runter oder ihr macht das nach. Oder ihr macht beides und schreibt mir in die Kommentare, was besser geschmeckt hat. Oder ihr schreibt was in die Kommentare, bleibt gesund und macht ein paar Nachos aus Kartoffeln. Weil das ja klar ist.